Freitag, Zeit auf dem Kanal ein wenig Community-Time zu machen. Und ich hatte euch ja in dieser Woche gefragt, Leute, was wollt ihr für Themen vorschlagen, zu denen ich meine Meinung raushaue? Und zwar habe ich das auf Facebook getan, auf meinem Facebook-Profil, und da kam echt sehr viel rein, sodass es zwei Videos gibt. Das hier ist das erste Video und das zweite Video gibt es auf meinem eigenen Kanal, auf meinem YouTube-Kanal. Und da behandle ich ein Thema, das euch extrem auf dem Herzen lag. Also alles zum Thema Homo-Ehe gibt es als extra Video auf meinem Kanal. Jetzt gibt es eure anderen Themen, denn es war quasi so 70% Homo-Ehe und dann gab es da noch ein paar andere Themen, aber über die wollen wir ja auch sprechen. Also los geht es. Anfragt: Maurice, deine Meinung zum Chaos bei der FIFA? Kann ich dir in einem Satz beantworten an. Wundert mich nicht, überrascht mich nicht, ist nichts Neues, aber schön, wenn da mal was passiert, ne? Zum Thema Korruption und so. Marie, was hältst du von Cannabis-Legalisierung? Das ist ein gutes Thema, Marie. Ich bin ja so ein Straight-Edge-Boy, ne? Also keine Drogen, kein Alkohol, keine tierischen Produkte und so. Und lehne grundsätzlich erstmal berauschende Mittel wie Cannabis ab. Auf der anderen Seite bin ich aber der Meinung, dass jeder sein eigenes, also jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und soll selbstständig entscheiden können. Und solange es möglich ist, dass man selbstständig darüber entscheidet, sprich, dass die Gefahr nicht so groß ist, dass man sie nicht einschätzen kann, wie es ja bei harten Drogen meiner Meinung nach definitiv der Fall ist, soll man selber entscheiden, ob man will oder nicht. Und dann sollte man auch die Möglichkeit geben, dass entschieden wird. Ich bin kein richtiger Fan davon. Aber auf der anderen Seite finde ich, jeder soll selber entscheiden, was er macht. Mauri fragt: Was denkst du über die 0 Punkte für Ann-Sophie beim Eurovision Song Contest? Und du bist nicht der Einzige, der über den Eurovision Song Contest sprechen möchte. Tobias schreibt: Wie findest du die desaströsen 0 Punkte für beim Eurovision Song Contest für Deutschland und Österreich? Zu Recht oder eher unverdient? Welcher Akt hätte das beste Outfit und wer hätte besser was anderes wählen sollen? Ach ja, Jemini, ich denke, ich habe ganz viele Fragen. Also fangen wir erstmal an. Mit den 0 Punkten. Das ist ein bisschen schade. Und ganz so schrecklich ist es ja nicht. Aber diese ESC-Welt ist halt schon eine, ich sag mal so, eine spezielle Welt und eine etwas andere Welt. Wer da beim Eurovision Song Contest gewinnt und wer nicht und wer dort gut ankommt und wer nicht, lässt sich schwer vorhersagen. Ich persönlich finde, dass sowohl der Gewinner, Mons Selmerlöw, der richtige Gewinner ist, zu Recht. Bin ein bisschen traurig um Israel. Aber Fakt ist, dass Ann-Sophie für mich auch wirklich nicht musikalisch oder auch vom, ja, von der Spannung her ganz oben mitspielt. Ganz im Gegenteil. 0 Punkte ist gemein. Das muss nicht sein, aber es liegt auch so ein bisschen an diesem Prinzip, wie die Punkte errechnet werden. Wenn man erstmal so richtig weit hinten liegt, dann kommt da auch nicht mehr viel. Ne? Also so 1, 2 Trostpunkte sind schwierig zu bekommen. Und wenn man so im hinteren Mittelfeld liegt, dann wird es halt so aufgerundet und dann erhält man halt nicht mehr so viele Punkte. Ich finde es eher für den Gastgeber Österreich ein bisschen schade, die ja im letzten Jahr so fabulös und groß gewonnen haben mit Conchita Wurst. Da jetzt 0 Punkte, wo sie auch eine wirklich schöne Veranstaltung hingelegt haben, das finde ich eher schade. Bei uns, weißt du, ist mir so ein bisschen egal. Ich hoffe, im nächsten Jahr läuft das besser. Wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr das traurig? Findet ihr es verdient, unverdient? Schreibt es gerne in die Kommentare. Jennifer, was denkst du über Minderjährige, die schwanger sind, oder was hältst du von Drogen aller Art? Also, die Meinung zum Drogen habt ihr gerade eben gehört als Straight Edger. Aber deine andere Frage ist ganz interessant. Was denkst du über Minderjährige, die schwanger sind, Jennifer? Gibt es da jetzt einen speziellen Punkt bei dir im Freundeskreis oder so? Ich finde das auf der einen Seite natürlich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite habe ich Respekt davor. Also, ich persönlich würde es niemals wollen in dem Alter. Ich glaube, ich würde es auch niemandem empfehlen. Aber so ist passiert, und das kann leider passieren, oder für viele auch glücklicherweise, denn da kommen viele tolle Kinder bei raus, glaube ich, habe ich Respekt davor, vor dieser Entscheidung, denn am Ende ist das, glaube ich, ein viel, viel steinigerer und schwerer Weg, als wenn man jetzt, was weiß ich, Mitte 20 gesetzt im Beruf ist und quasi natürlich die besseren Voraussetzungen für eine Schwangerschaft hat. Darum, jemand, der, was weiß ich, 16 ist, 17 ist, schwanger wird, das durchzieht, hat meinen Respekt auf jeden Fall verdient, aber ich würde davon echt abraten. Denn ich glaube schon, dass es das Leben sehr durcheinander wirbelt im Vergleich zu dem, was man sich vielleicht ausgemalt hat. Hm? Die letzte Frage kommt von Heike. Wie findest du Sing meinen Song bisher, beziehungsweise hast du es dir angesehen? Liebe Heike, ich nehme stark an, du bist Fan der Show. Ich finde das Konzept toll. Ich finde das Konzept wirklich toll, aber
Ich habe kein Interesse an der Sendung in Deutschland, weil die Musiker, die dabei sind, mich alle gar nicht interessieren. Ich finde die teilweise ganz schlimm. Ich finde Sarah Connor schrecklich. Ich finde Xavier Naidoo schrecklich. Ich finde den Typen von Pur, Hartmut Engelhardt heißt der, glaube ich, ne? Ganz furchtbar. Es sind alles nicht meine Musiker. Auch Wirtz finde ich, also, nee, sind halt nicht meine Musiker. Die Idee dahinter, die finde ich super. Ich fand die erste Staffel auch spannend. Aber jetzt? Nein. Aber ich würde es gerne mal moderieren. Darauf hätte ich Bock. Aber mit anderen Musikern halt. Es müssten wirklich andere Musiker sein, ne? Habt ihr noch weitere Ideen, Meinungen oder Themen, zu denen ich meinen Senf dazugeben soll? Dann packt sie jetzt in die Kommentare und denkt dran, es gibt einen zweiten Teil zu dem Video, weil ihr wirklich so mega viele Fragen zum Thema Homo-Ehe gestellt habt und vor allen Dingen auch sehr viel Meinung dazu bezogen habt, gibt es hier mein Video zum Thema Homo-Ehe auf meinem YouTube-Kanal. Mehr Community-Time-Videos gibt es auf dieser Seite. Und nicht vergessen, ihr verpasst kein Video mehr von uns, wenn ihr hier oben den Kanal von Joyce abonniert. Und jetzt ist die Kommentarbox frei. Packt eure Kommentare rein.